Schneebedeckte Gipfel, massiver Fels, der jahrtausendealte Geschichten erzählt und wunderschöne Landschaften. Wir sind weiterhin unterwegs in den Dolomiten. In diesem Video geht es nicht ums Wandern, ums Kaiserschmarrnessen und auch nicht ums Gleitschirmfliegen. Es geht um ein ganz anderes Hobby. Für die einen ist es Blümchenpflücken. Für mich ist es einfach die Freude am Motorradfahren und Freiheit pur. Wir sind mit dem Motorrad unterwegs und nehmen euch mit auf unsere Reise über kurvige Pässe und entlang der schönsten Landschaften. Die Frage, die sich stellt, ist nicht, ob man in den Dolomiten Motorrad fahren kann. Die Frage ist vielmehr, wo man in diesem riesigen Gebiet hinfahren kann und welche Pässe man als Motorradfahrer auf jeden Fall ansteuern sollte. Dazu gleich mehr. Jetzt gibt's aber erstmal eine kleine Erdkunde-Nachhilfestunde. Die Dolomiten sind eine Gebirgsgruppe in den Südalpen und verteilen sich auf die italienischen Regionen Venetien und Trentino Südtirol. Im letzten Video habe ich euch schon die ersten 9 Pässe vorgestellt, unter anderem mit Höhepunkten wie der Sella Ronda oder dem bildschönen Fedaya Pass. Falls euch diese Pässe interessieren, schaut einfach mal in der Videobeschreibung, dort habe ich mein Video dazu verlinkt. In diesem Video erfahrt ihr, wie unsere Reise weitergeht. Kurz gesagt geht es vor allem weiter runter in den Süden. Dabei überqueren wir eine Reihe von malerischen Pässen, wobei es die reinste Freude ist, diese kurvigen Strecken zu befahren. Teil 1 meines Dolomiten-Videos endet mit dem Fedaya-Pass, der direkt unterhalb der Marmolata, dem höchsten Berg der Dolomiten, verläuft. Von hier sind es nur knapp 15 Kilometer zu einem der Highlights der Dolomiten, dem Passo di Giau. Schon die Anfahrt vom Fedaya-Pass ist grandios. Wir fahren auf der SP20 entlang eines Flusslaufs auf der geschwungenen Straße, bevor wir den Pass erreichen. Vorher gilt es aber noch einen kurzen Tankstopp zu machen. Und da die italienischen Benzinpreise astronomisch hochklettern, wird auch der letzte Tropfen aus der Zapfpistole rausgeschüttet. Die Südseite des Passo di Giau ist meiner Meinung nach die landschaftlich schönere, wobei man ja echt sagen muss, dass beide Seiten ein absoluter Traum sind. Es sind ca. 10 Kilometer bis zum Gipfel und 850 Höhenmeter. 10 Kilometer mit verdammt vielen Kurven. Wer kehren hasst, ist hier leider vollkommen falsch. Was manche von euch sicher interessiert ist, dass im oberen Teil fest installierte Blitze stehen. Also immer schön brav fahren. Zwinker-Smiley. Auf der Passhöhe gibt es ein ziemlich beeindruckendes Panorama. Meistens gibt es auch auto- und motorradtechnisch einiges zu sehen. Die Passhöhe befindet sich auf 2236 Meter Höhe und wenn man motiviert ist, kann man auch noch zu Fuß die letzten paar Meter hochspazieren und die Aussicht genießen. Doch irgendwann reicht es wieder mit der ganzen Natur. Und so schwinge ich mich wieder auf meine Faust rum. Mit aufgedrehter Musik beginnt der Abstieg Richtung Cortina d'Ampezzo. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, welches Wetter zum Motorradfahren besser ist, ist hier ein kleiner Direktvergleich. Sie bietet reichlich Grip und ist wunderbar geschwungen. Die italienischen Straßenbaumeister haben saubere Arbeit geleistet und so ist es eine wahre Freude, die ganzen Kurven zu durchfahren. Schauen wir mal auf die Karte. Auf dem Passo di Giau folgt direkt der Falzarego-Pass, zumindest wenn man so fährt wie ich.
Er verbindet Cortina d'Ampezzo mit Araba, was wir schon von der Sella Ronda kennen. Der Name Falzarego bedeutet übersetzt falscher König. Der Sage nach hat ein König Verrat an seinem Volk begangen und wurde daraufhin zu Stein. Damit wir nicht auch zu Stein werden, geben wir Gas und genießen die herrlich geschwungenen Straßen. Auf dieser Strecke findet man keine ganz so engen Kehren wie am gerade gefahrenen Passo di Chiao. Dafür gibt es aber viele langgezogene Kurven, sodass man auf diesem Pass einen schönen runden Fahrstil an den Tag legen kann. Aber dazu sagen, dass dieser Pass eine wichtige Verkehrsverbindung ist, weshalb hier zum Teil auch recht viel los sein kann. Wie man hier auf der Karte sieht, führt der Falzarego-Pass über einen Sattel. Nach der 2105 Meter hohen Passhöhe geht es natürlich wieder runter ins Tal. Plot-Twist, ich biege oben ab und fahre direkt auf den Valparola-Pass. Der obere Teil ist zwar nicht besonders kurvenreich, dafür aber landschaftlich sehr beeindruckend. Egal wie oft ich hier vorbeikomme, ich bin immer wieder begeistert. Die großen weißen Felsen überall schauen einfach ziemlich cool aus. Kurz nach der Passhöhe kommt ein Parkplatz. Dieser Parkplatz gehört zu einem kleinen Museum, das früher mal ein Fort war. Hier verlief im Ersten Weltkrieg die Front zwischen Österreich und Italien. Falls man Hunger von der ganzen Fahrerei bekommen hat, gibt es ein paar Meter weiter eine Hütte mit Blick auf den Valparolasee, die ich ebenfalls empfehlen kann. Wir folgen der Straße weiter Richtung Nordwesten. Auch hier liegen immer noch überall die großen weißen Felsbrocken rum und geben dem Pass ein unverwechselbares Gesicht. Während der Fahrt ins Tal kann man eine einmalige Aussicht genießen. Zumindest während der Sekundenbruchteile, die man zwischendurch Zeit hat zu schauen. Vom Valparola-Pass machen wir jetzt einen Sprung zum Passo San Pellegrino. Ich drehe noch eine Runde um die Sella Ronda, die ich aber schon in Teil 1 des Videos gezeigt habe. Der Pass wirkt zu Beginn im Vergleich zu den vorher gezeigten Pässen nicht so beeindruckend, da er vor allem im westlichen Teil relativ wenig Kurven hat. Trotzdem war ich überrascht, als ich ein paar Schuhe und Kleidungsstücke auf der Straße sah. Da wird irgendjemand seine restliche Motorradtour in Motorradstiefeln verbringen müssen. Der Passo San Pellegrino hat eine Höhe von 1918 Metern und die Passhöhe ist schnell erreicht. Auf dem Weg ins nächste Tal, auf der Ostseite, wird es nochmal spannend. Hier folgt endlich wieder Kehre auf Kehre und man kann sich, was Kurven angeht, mal wieder so richtig austoben. Noch bevor man so richtig unten angekommen ist, kommt die Abzweigung auf den nächsten Pass, den 2032 Meter hohen Wallis-Pass. Diese Strecke ist mir besonders positiv in Erinnerung geblieben, da sie neben ein paar Kehren auch viele mittelschnelle Kurven bietet. Die Sonne kommt wieder raus und ich genieße die letzten Schwünge auf dieser tollen Strecke, bevor ich auf die nächste Passstraße abbiege. Der Wallis-Pass ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende, sondern führt noch weiter runter ins Tal. Mein Ziel liegt jedoch weiter im Süden und so nehme ich den Abzweig auf den Rolle-Pass. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Es geht also noch weiter in den Süden. Der Rollepass ist übrigens einer der ältesten Passstraßen in den Dolomiten. Er wurde 1872 fertiggestellt und seitdem natürlich mehrfach überarbeitet.
Auch im Ersten Weltkrieg hat er eine entscheidende Rolle gespielt, da es ein zentraler Nachschubweg war. Der Rollepass überzeugt auf jeden Fall alle Freunde von Kehren und engen Kurven. Auf der Nordrampe sind es 12 Kehren, im südlichen Teil sogar 30. Die Passhöhe liegt auf 1984 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Von hier hat man eine Spitzenaussicht. Ich mache noch eine kurze Angststreifenkontrolle und weiter geht's durch die nächsten 30 Kehren bergab. Auf dem Weg ins Tal kommen wir vorbei am 3184 Meter hohen Cimon della Pala, einem Berg, der aufgrund seiner charakteristischen Form auch häufig als das Matterhorn der Dolomiten bezeichnet wird. Der Rollepass ist zwar nicht ganz so bekannt wie die Sella Ronda, trotzdem ist es definitiv empfehlenswert, hier mit dem Motorrad entlang zu fahren. Die vielen Kehren und die Aussicht auf den Pass sind einfach grandios. Der Rollepass bildet die westliche Grenze der Dolomiten und mit der Einfahrt in den nächsten Tunnel verlasse ich die Dolomiten für einen kleinen Umweg über den nächsten Pass. Es folgt die letzte Etappe bis zu meinem heutigen Ziel, dem Lago di Corlo. Natürlich gibt es einen kurzen, schnellen Weg dorthin, der mich einfach durch die Täler führt. Aber warum soll ich den schnellsten und kürzesten Weg nehmen, wenn ich auch einen kurvigen Pass fahren kann? Die Rede ist vom Passo Brocon. Wie schon angedeutet, zählt dieser Pass streng genommen nicht mehr zu den Dolomiten. Wenn man aber schon in dieser Gegend unterwegs ist, wäre es eine Schande, dieses Sahnestück auszulassen. Für uns geht es erstmal den Berg hinauf, auf die Tesino-Hochebene. Die Aussicht ist ein Traum und was Kurven angeht, herrscht hier weiß Gott kein Mangel. Wenn man nicht schwindelfrei ist, besser den Blick nicht in die steil abfallenden Schluchten werfen. Es gibt eine Vielzahl wunderbar geschwungener Kurven, die einem die Fahrt versüßen. Die Straße ist durchgängig recht schmal und lädt daher eher zum entspannten Fahren ein, da viele der Kurven nur bedingt einsehbar sind. Allerdings ist die Strecke auch ziemlich wenig befahren. Es sind eigentlich nur ein paar wenige Locals hier unterwegs. Die Passhöhe befindet sich auf 1616 Meter über dem Meeresspiegel. Die Straße wurde im Jahre 1866 aus militärstrategischen Gründen von Österreich gebaut. Zu einer Zeit, wo in dieser Gegend noch die Grenze verlief. Ganze 4 Jahrzehnte später wurde der Pass fertiggestellt. Schon 2 Jahre später verlor sie aufgrund eines geänderten Grenzverlaufs zwischen Österreich und Italien aber ihre Bedeutung. Man kann also sagen, der Pass ist der BER Österreichs. Das letzte Stückchen fand ich besonders beeindruckend, da man entlang von steilen Felswänden unterwegs ist. Hier sollte man als Motorradfahrer auf jeden Fall mal vorbeifahren. Was bei dieser Passstraße außerdem heraussticht, sind die Kehren, die teilweise als Tunnel ausgeführt sind. Auch das letzte Stückchen ist schön kurvig und so kommt man mit einem Grinsen im Gesicht unten im Tal an. Die letzten Kilometer auf der Schnellstraße sind schnell abgespult und dann wird erstmal ein bisschen am See gechillt. Da es sich bei dem See um einen Stausee handelt, haben wir es uns nicht nehmen lassen, mal bei der Staumauer vorbeizufahren. Thank you.
warum sind wir jetzt ausgerechnet an diesem vollkommen unbekannten See gelandet? Gibt es hier etwas Spannendes in der Gegend oder was? Die Antwort darauf erfahrt ihr beim dritten und letzten Teil unserer Reisedoku. Sobald das Video released ist, werde ich es unten verlinken. Bis dahin.